Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei The Red Minds. Ich bin momentan ein wenig erkältet, deswegen muss ich meine Stimme etwas schonen. Aber wir kriegen da schon irgendwie hin, wa? Genau. Heute möchte ich euch zwei neue Sachen zeigen. Und zwar einmal die gelbe Tür, beziehungsweise das gelbe Portal. Das hatte ich letzte Folge schon einmal angeteasert. Und das ist jetzt auch fertig. Genau. Also, wie ihr seht, ja, was ich schon erzählt, wir haben hier oben eine Temperaturanzeige. Das heißt, unser Körper wird immer kälter. Und deshalb müssen wir in der Nähe von Wärmequellen sein. Aber naja, wenn ihr jetzt das hier betretet, dann kommt ihr erstmal hier an diese Stelle. Könnt euch immer aufwärmen. Könnt ihr das erste Feuerzeug schnappen? Ich mache das mal lieber doch in Creative, weil wir, glaube ich, noch keine Backups haben. Dann schnappt ihr euch diese Hacke hier. Die ist nämlich auch noch wichtig. So, die Sacht wurde von Sapphire gemacht. Sapphire war ja einer der Architekten. Genau. So, und jetzt geht ihr erstmal. Ups, geht ja mal hier los. Das Ding sieht schon ziemlich cool aus mit Shader, ey, muss man schon sagen. Hier drüben haben wir dann wieder zwei Feuerstellen. Eine ist für Lore. Wir haben jetzt aber bis jetzt. Also, wir haben Orions. Mache ich noch nicht gemacht. Also existiert noch nicht. Also ist das eher noch unwichtig. So, dann kommen wir hier zur Höhle rein. Und hier haben wir einmal eine Eiswand. So, um die aufzumachen, müssen wir eigentlich nur das Lagerfeuer anzünden. Und zack. Letztendlich wird es noch eine Wärmequelle und ihr könnt rein. Mit so einer kleinen Schmelzanimation, eigentlich ganz gut. So, hier findet ihr jetzt Heat Charts. Teil von einem sehr heißen, ja, wie sagt man, nicht Tablet, aber von einer sehr heißen Tafel oder so. So. Die verstauen wir uns mal. Oh, ich werde schon wieder kalt, Mensch. Die Mechanik ist echt schon. Eieiei. So, in der Höhle seht ihr hier, sieht. Sorry dafür. Sieht das ziemlich kalt aus. Und hier unten müssen wir hin und wir finden hier vorne ein Podest. Mit ganz viel Text. Kurz übersetzt sagt es sieht aus, als wäre dieser Spike hier groß genug, um das Eis kaputt zu machen. Ja, und um das kaputt zu machen, müssen wir es schmelzen. Und deswegen ist hier so eine schöne Kupferkonstruktion. Gut, das Ding können wir anscheinend nur mit einer Heatchart öffnen. Und wenn wir die jetzt hier reinlegen, dann haben wir schon eine hier. Genau. Wir können jetzt uns aussuchen, wollen wir hier anfangen, da oder da. Wir fangen einfach mal hier an. Zack. Oh, da ist ja direkt die Kiste. Ja gut, na dann. Holen wir so uns was. Oh. Ja, nicht so einfach wie gedacht. Jetzt müssen wir in diesem Bereich mal wieder ein kleines Jump'n'Run machen. Und das bis ganz nach oben. Und wir haben ja natürlich einen Nachteil, und zwar unser Körper wird immer kälter. Das heißt, genau. Wir müssen es irgendwie. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Wir müssen es irgendwie schaffen, rechtzeitig, bevor wir komplett einfrieren, da hinzukommen. Ja, und ich bin viel zu schlecht dafür. Es ist aber möglich, glaubt mir, Leute. Und ab und zu habt ihr einfach mal ein paar Wärmequellen, damit es nicht ganz unmöglich wird. So. Wenn ihr dann diese ganzen Jump'n'Run gemacht habt, kommt ihr hier oben wieder hin. Könnt euch dann hier aus der Truhe zweite Heatshot nehmen und das nächste Feuerzeug. Und dann geht's hier durch so einen kleinen Gang wieder zurück. Komm, run, bevor du einfrierst. Perfekt. Damit haben wir die zweite Shard und können sie reingucken. Zack, da ist die zweite. Nett. So, warum ist hier ein. Okay, interessant. Gut, dann hinter dieser Tür befindet sich. Mir war langweilig, okay. Das ist eine kleine Find-a-Button-Dings. Ja, und hier könnt ihr echt Stunden verbringen, wenn ihr nicht weiß, welcher Knopf der richtige ist. Es gibt später in einem von den Räumen von den Architekten einen Hinweis. Und.
Der sagt euch hinter dem Lagerfeuer. Das heißt, ihr habt schon mal den Bereich ganz schön eingegrenzt. Und ich weiß natürlich, wo der ist. Der ist genau da unten drin. Zack, da haben wir ihn. Und die Kiste erscheint. Wunderbar. Das kann so schnell gehen, wenn man weiß, was man tut. Okay, nächste rein damit. Haben wir schon 3 von 4. Na, guck mal an. Kommen wir zur letzten Tür. Ja, ich gehe mal ganz kurz Saturation. Einfach für das Video eben. Was erwartet uns wohl hier? Aber ja, wenn ich richtig reinkomme. Okay, es sieht aus. Man weiß nicht, was es ist. Wir drücken einfach mal das Knöpfchen, mal gucken. Oh, ein Puzzle. Okay, mit dem Shader jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Ich schalte den mal, glaube ich, kurz hierfür aus. Wir müssen eine Form nachbauen. Okay, also, wir müssen da lang. Alles klar. Wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Was ich hoffentlich habe. Perfekt. Können wir weitergehen. Und das Ganze noch einmal. I mean, why not? Okay, mal gucken. Ach du Scheiße. Da, 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 da. Okay. Boah, ich glaube hier und irgendwo hier meine ich. Oh, ich wettrenne gegen die Zeit hier. Oh, es war richtig. Perfekt. Also es ist manchmal schon Gehirntraining, wenn ihr nicht so gut in Sachen erinnern seid. Okay, und der letzte. Ja. Okay. Das müsste eigentlich ganz einfach sein. Das ist nämlich einfach nur so, glaube ich, meine ich. Nein? Ach du Scheiße. Ach so, der letzte war versetzt. Okay. Mein Gott. Also nochmal. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und jetzt die alle. Jawohl. Und jetzt können wir uns jetzt die Sachen nehmen und wieder zurücklatschen. Hier gibt es mal keine Abkürzung. Okay, komm, run. Wie gut, dass das Eis ist, da rennt man immer ein bisschen schneller. So. So sieht das übrigens ohne Shader aus. Ziemlich dunkel, aber man sieht noch gerade so genug. Den Shader jetzt mal wieder anschalten. Dafür gib mir kurz einen Augenblick. Das dauert immer ein paar Sekündchen. Und da sind wir wieder. Perfekt. Gut. Ding ist damit rein. Und das Ding mit so einem Tablet. Das Teil macht irgendwas. Wärmt sich auf. Und oben. Ziemlich unspektakulär, ich weiß. Gut, nochmal schnell aufwärmen, bevor wir runtergehen. So. Gut, und ab nach unten. Und was wir hier unten vorfinden, ist dieser Block, den Arrow bisher erschaffen hat. Dazu kommen wir nämlich auch gleich. Und den müssen wir jetzt zerstören. Und wenn wir den zerstört haben, haben wir es geschafft. Damit kriegen wir wieder einen Teil der Rüstung. Und ja, können zurück. Und ihr seht, unser Effekt ist jetzt auch weg, weil wir jetzt nicht mehr aktiv eingefroren werden von dem Ding. Tada! Ja. Sehr einfach und simpel. Gut. I see you finished your first Jetzt room. kommen wir zum That's lustigen Part. impressive. Denn hinter der Also not. roten Tür bzw. dem roten Portal ist Well, jetzt gerade noch alles just Work in keep up the Progress, work aber. and then get out Aber. of here in no time. Ach ja, Skelly hat mir ja Schlüssel gegeben, genau. Tun wir das mal kurz hier. So. Wir gehen einfach mal rein und ich erzeuge mal was dazu. Ihr seht, es ist ziemlich rot. Das liegt daran, dass Erebus ja auch ein sehr Redstone-Typ war. Genau. Ich habe versucht, das so ein bisschen, ich sag mal, konvertiert zu machen. Also, dass es aussieht, als wäre hier irgendwie, ne, so, ich weiß nicht, es heißt zwar The Red Mines und es hat was mit Redstone zu tun, aber dieser Raum ist halt nochmal mehr, als es sein sollte. So, hier können wir unseren Respawn-Punkt setzen. Und kurze Background-Geschichte zu Erebus. Er
Er fand es ziemlich leicht, die Macht des Redstones zu nutzen. Und hat sich deswegen ein paar Tools gemacht, um anderen Leuten das halt auch ein bisschen zu vereinfachen. So, und wir kriegen in Erebus Raum einen Stab. In den anderen habt ihr einen Teil der Rüstung bekommen, in einem kriegt ihr ein Schild und hier kriegt ihr den Stab. Und damit ist dann das ganze Armor-Set komplett. Genau, und ja, wir gehen mal rein. Da ist der Stab. Ich muss sagen, das sieht mit Shader schon ziemlich geil hier drin aus. Aber passt auf, ohne Shader ist der Effekt gleich nochmal geiler. So. Wir haben hier ein Buch. Ich habe diesen Stab erschaffen, um es anderen zu erleichtern, die Macht des Redstones zu benutzen. Es macht nicht wirklich viel Schaden, aber es kann etwas sofort töten. Ne, es macht nicht so viel Schaden, also kann es nicht etwas sofort töten. Sorry dafür. Aber wenn Gegner geschwächt sind und der Stab richtig eingesetzt wird, kann es alles in einer Kettenreaktion umbringen. Der Stab wird nur aktiviert, wenn Gegner in der Nähe sind oder wenn irgendwas anderes in der Nähe ist, was aktiviert werden kann. Rechtsklicke mit dem Stab, um eine Attacke auszuführen. Dieses schießt dann so eine Art Redstone Power Macht, wie man das sagt, das nach Gegnern sucht. Also das ist, sag ich mal, als wenn ihr jetzt eine Rakete abschießt und die würde den Gegner hinterherfliegen. Also sie verfolgt dann. Wichtig, der Stab funktioniert nur, wenn ihr ihn haltet. Wenn ihr ihn nicht mehr haltet, deaktiviert das alle momentanen Attacken, auch welche, die noch unterwegs sind. Der Stab hat übrigens zwei Schüsse und kann aber overclocked werden, wenn ihr Redstone Orbs einsammelt. Wenn es overclocked ist, wird das Limit für eine kurze Zeit entfernt. So viel Info zu dem Stab. Gut, ja, scheint der keiner hier zu sein, ne? Ich denke mal, wir können einfach den Stab klauen. Oh, das war, glaube ich, nicht gut. Was Musik stammt halt. Und jetzt wird erstmal der Stab ausgetestet. Und da seht ihr schon, der Stab sucht sich die Gegner. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Gegner stechen, zum Beispiel, und jetzt kommt gleich ein dritter, werdet ihr sehen, er wird die beiden töten und dann zum dritten gehen. Und dann zack, durch. Und das gleiche jetzt auch nochmal. Bam, bam. Immer so weiter. Und wenn ihr dann alle, sag ich mal, so 50 Gegner geschwächt habt, kann das auch passieren. Ich will erstmal ein paar mehr spawnen. Oh, da sind auch noch welche. Es werden jetzt immer ein paar mehr. Eieieiei. Okay. Wenn wir die in der Gruppe haben, können wir auch viel Damage machen. Oh, eieiei. Aber ich würde sagen, wir overclocken den mal ganz kurz, dass ihr das einmal seht. Zack. Und jetzt können wir so viel schießen, wie wir wollen. Wie lange die Zeit hat andeutet. Eieiei, das werden immer mehr. Eieieiei. Das Schwert ist ja eigentlich nur, um sie ein bisschen zu schwächen, dass ihr dann einfach den Stab auf die drauf feuern könnt. Eieiei. Oh Gott, das ist ja riesen, Digga. Na komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir overclocken den nochmal. Let's go. Okay, der eine ist tot. Na komm, na komm, na komm, na komm. Kommt schon noch ein Schuss. Na, noch einer. Mann, Mann, Mann. Na komm her. Bam. Yay, wir haben es geschafft. Und die Tür geht auf. Und damit kommen wir weiter. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ein Knöpfchen und einen ziemlich dunklen Raum. Okay, ich kann mal kurz den Shader wieder anschalten. Ja, ziemlich dunkel, wa? Wir drücken mal den Knopf. Oh. Okay, der Stab sagt, da gibt's was. Ich denke mal, wir müssen das Ding da oben aktivieren. Ah ja.
Das Ding habe ich übrigens mit Block to Space gemacht. Ich finde das so eine geile Animation. Und jetzt müssen wir da irgendwie rüberkommen. Ich bin nicht so ein Jump'n'Run-Typ, aber. Ah, geschafft. Easy. Easy peasy. Okay, wir können wieder einsetzen. Ah ja. Und jetzt ist der Pfad aktiv. Ach du Heilige. Das sieht mir ziemlich nach riskanten Sprüngen aus. Ja, gut, wir können wieder einsetzen. Was denn jetzt? Ah, okay. Oh, die Steine bewegen sich nach oben. Alles, was bei Erebus hier ist, hat irgendwie was mit Redstone-Mechanismen zu tun oder, na, wie man den Stab richtig einsetzt. Ach, verdammt. Das heißt, oh mein Gott. Hier wird euch gerade so ein bisschen beigebracht. Ich bin zu inkompetent für diesen Sprung. Hier wird euch gerade so ein bisschen beigebracht, wie ihr diesen Stab richtig benutzt. Und, oh mein Gott. Das wird nämlich später auch wichtig in Kämpfen, weil. Oh Mann. Es wird später wichtig in Kämpfen, weil dort auch Mechanismen spawnen können, die die Gegner schwächen könnten. Nur so als kleiner Hinweis für. Ey, ich hab. Okay, das ist noch ein bisschen buggy. Ein bisschen sehr buggy. Ja, genau. Wenn ihr es dann geschafft habt, natürlich auf legalem Wege, dann sollte das gleich wieder ausgehen. Beziehungsweise auch nicht, weil ich da wieder einen Redstone-Block vergessen habe. Oh mein Gott, ey, das tut mir gerade echt leid, wenn das hier alles ein bisschen. There you go. So, jetzt haben wir's. Genau, und weiter geht's noch nicht. Aber hier wird noch ein bisschen was kommen. Erebus wird auf jeden Fall wieder ein bisschen größerer Raum werden. Und ja, ich hoffe, das hat euch bis jetzt gefallen. Und ihr seht vielleicht, ach, wird doch gar nicht erwähnt, wir arbeiten gerade auch ein bisschen was mit so menümäßig. Wie ihr seht, wir haben so ein bisschen was gemacht, dass es ein bisschen mehr nach unserer Map aussieht. Genauso wie unten die Hotbar, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oder das Inventar, oder auch hier das normale Inventar. Aber ja, genau. Und das kann ich euch auch noch zeigen im Hauptmenü. Hier seht ihr es nämlich auch schon, das Bild von der Map. Aber ja, damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.